Für die nächsten paar Worte entschuldige ich mich, aber es muss einfach sein. Mixe grüßen euch, Mixe Profi-Nerd. Hi, willkommen. Ich habe hier ein schönes Retro-Set aus dem Jahr 1999 zu Star Wars, die dunkle Bedrohung, 1999. Ich habe es euch ja schon gezeigt im letzten Video, den Sith Infiltrator von Lego System, damals noch nicht Lego Star Wars, Lego System. Ein Gangnam Sub. 379 Teile, 3 Minifiguren, eine Menge Bauspaß, ein Tierchen und Beiwerk. 379 Teile. Ich habe leider keine Infos zum Preis gefunden. Ich habe alles gefunden zwischen 45,90 Euro und zwischen 100 D-Mark, was so ungefähr in die Richtung gehen kann. Also ich denke mal nicht, dass es 50 D-Mark gekostet hat. 1999 gab es ja noch keinen Euro. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass wir da so um die 100 oder 90 bis 100 D-Mark gelegen haben müssen. Und wir haben massig Zeug mit drin. Bevor wir uns das Set angucken und die Figuren, ich mache das einfach mal schnöde beiseite und werfe das um, gehen wir der Anleitung. Die Box. Große Box, viel Box, Lego-System habe ich schon gesagt. Hier oben steht auch Lego Star Wars noch mit den gelben Köpfen. Na, noch keine fleischfarbenen Köpfen wie heute. Ein großes Gundam. Wir sehen hier unten immer noch eine kleine Insel oder kleines Tiefending mit bei. Als Tiefending sage ich schon, so eine kleine Felsenhöhle mit bei. Und wir haben einen Rochen mit bei, zu dem komme ich gleich. Also, das ist schon cool. Und es kommt das Verrückte. Ich habe es euch bei dem Sith Infiltrator gezeigt. Hier, dasselbe auf der Rückseite. Baut es doch einfach um in ein Untersee-Mech. Oder baut es um in ein anderes Untersee-Fahrzeug. Da stand nicht Lego Star Wars drauf. Da steht hier nur Star Wars drauf. Das ist immer noch ein Lego-System. Lizenz, egal, baut es um. Macht was, es ist Lego. Baut es einfach anders. Verrückt. Verrückt ist auch, dass es früher Inlays gab. Karton-Inlays. Einen richtig normalen Karton. Da waren die Tüten drin. Und da drin ist auch eine Anleitung. Die ist groß. Auf der Rückseite auch wieder andere Bauvorschläge. Und wir haben Suchbilder. Wir haben Suchbilder. Such dir die Steine zusammen, die zu dem Set passen, wo du gerade siehst, zu dem Teil. Mach's doch einfach so, wie es da steht. Und dann blätterst du ein paar Seiten weiter. Da fällt mir hier alles um vor lauter Freude. Ja, große Anleitung. Und hier auch. Mach doch einfach so. Voll gut. Am Ende gibt es dann noch einen Comic. In dem Comic sind Bauvorschläge drin, wie man was bauen kann. Dann sieht man hier, was man noch alles bauen könnte. Mega cool. Auch hier ist noch ein kleines Leaflet, ein kleiner Flyer mit drin. Mit Vorschlägen, was man alles kaufen kann gerade, was bei Star Wars aktuell ist. Und was zum Beispiel auch in anderen Lego-Serien aktuell ist. Zum Beispiel bei Lego, was haben wir da? Adventurer, Rock Raiders, dann haben wir noch da Ritter. Ja, Wahnsinn. Sowas fehlt heutzutage. Also das fehlt heutzutage, sowas fehlt heutzutage. Das ist ja immer nur eine Anleitung hinten in der vorletzten Seite, so mit 3 Bildchen. Das Set gibt es übrigens auch noch. Aber so eine richtige Werbebroschüre, so einen richtigen Flyer, der fehlt mir schon lange. Kommen wir mal zum Set. Wir haben hier eine kleine Unterwasserhöhle mit hervorragender Muschel und Seestern, original Lego-Teile. Wir haben dazu einen Rochen. Wir haben 3 Minifiguren. Wir haben Anakin, wir haben Mixe verrückt zu sein, sie, Jar Jar Binks, und wir haben Obi-Wan. Die beiden Jedis haben braune Stoffmäntel. Achtung, fällt doch glatt dem Anakin die Mütze runter. Schöne Stoffmäntel. Beide haben Lichtschwerter, auch mit, ihr seht es schon, Einschlüssen von Luftblasen vielleicht. Qui-Gon hat keine Mütze, Anakin hat eine Mütze. Qui-Gon hat ein hervorragendes Haarteil mit Zopf hinten dran. Sehr schön. Gelbe Minifigurenköpfe, keine Wechselgesichter, keine Drehgesichter. Anakin guckt ein bisschen grimmig. Und Jar Jar, das ist ein Kopf, also ein Kopfteil. Na, bleib stehen. Boah, ist das fest. Okay, das nehmen wir nicht auseinander, das ist schon sehr fest drauf. Das Set ist 23 Jahre alt. Beide Jedis sind auf der Front gleich bedruckt. Da hat man noch nicht so viele Unterschiede gehabt. Am Rücken auch gleich beprintet. Richtig nett gemacht. Nur anhand der Köpfe und Frisur kann man sie auseinanderhalten. Sind sehr schöne Frisuren. Sehr schöne Figuren, wie ich finde. Frisuren. Was ist denn heute mit mir los? Dann haben wir noch ein Set. Das ist so das Hauptding. Da ist unter anderem der Kollege und der Kollege mit drin. Und ihr seht schon, die haben Technik-Pinlöcher. Warum? Komme ich gleich zu. Wir haben ein riesiges Gangnam Sub.
Den Sith Infiltrator habe ich euch gar nicht vermessen. Ne? Das Schiff hat hier von Anker bis hier irgendwo 27 cm. Und wenn ich noch die ganzen Geschichte mit hinten noch mit dran mache, sind wir bei 48 cm. In der Breite haben wir saftige 28 cm und in der Höhe sind wir nicht ganz so hoch, das sind immer so 6, 6,5 cm. Und jetzt kommt das Verrückte. Wir haben hier noch das alte Grau, das normale Grey und das Dark Grey. Und jetzt Achtung, jetzt haltet euch mal fest. Das ist kein Grün, kein Rot, kein Rosa, kein Blau. Okay, Blau wäre schon wieder okay, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Damals wurde noch farbgetreu gebaut. Und es ist swooshable. Ich kann es nehmen und kann wusch. Ich kann Sachen machen damit und es geht nicht kaputt. Es ist ein Spielset für Kinder. Obwohl es fragil gebaut ist. Hier hinten zum Beispiel die Luke, dass die vier aufliegen, ist hier nur der eine Slope auf einem anderen Slope, der nur an zwei Noppen hängt. Also der ist wirklich super einfach runterzulösen. Und der hängt da wirklich nur auf zwei Noppen fest und die hängen einfach nur drauf. Das ist der Wahnsinn. Übrigens, alles, was ihr seht, sind Prints, ne? Alles, was ihr seht, sind Prints. Drucke. Nixe Klebero Stickero. Kein Panini. Wir haben noch ein besonderes Teil. Das ist der Anker hier vorne. Der Anker hier vorne wird einfach auf ein Plate Modified gesetzt. Einfach hier vorne drauf. Die Schüsseln hier, wo man die Figuren... Es ist sehr fragil. Da fehlt auch ein Teil. Die Schüsseln hier sind natürlich auch bedruckt. Kann man aufklappen entsprechend, um die Minifiguren reinzusetzen. Das nach vorne, die nach hinten. Kommst du her. Kann man die Minifiguren reinsetzen. Innen drin natürlich. Kommst du her. Alles Prinz. Das ist super gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ich sage, das ist mega. Und zwar sind das hier hinten diese Flex-Hose. Das kann man drehen. Das sitzt nur an einem Pin. Oder an einer Achse vielmehr. Und diese Flex-Hose gab es hier das erste Mal in Blau. In dieser Länge, glaube ich. Bin mir fast sicher. Das kennen wir noch von Ice Planet, dieses Teil. Das gab es ja 96, 97 schon in Ice Planet für Raketen. Und diese Flex-Hose, die wurden früher für Lego-Technik gern verwendet. Als Verlängerung für Lego-Technik-Pneumatik-Sachen, um nicht nur Schläuche zu haben, sondern auch feste Elemente. Oder um Seilzug durchzumachen. Da gab es auch so Seilzug-Elemente, die da durchgepasst haben, um einen stabilen... Das war so ein Kunststoff-Flex-Ding, das hat man da durchgemacht durch die Röhre. Und da konnte man auf beiden Seiten ziehen. Mega. Bevor es Aktuatoren gab. So. Bevor ich das wieder dran mache, nehme ich es erstmal ganz auseinander, denn hier hinten kann man, oh Wunder, jetzt muss ich nur gucken, wo es war, ach, da war der Propeller dran, guck mal. Dann machen wir wieder dran, bevor ich es noch verliere, weil ist ein altes Set, ist nicht mein Set. So, und es ist sehr fragil gebaut, zum Beispiel der Kollege hier, der hängt nur an vier Noppen fest. Das ist einfach früher so gebaut worden, das war einfach so. So, nochmal alles festdrücken für euch. Das ist auch alles sehr fest. Dieses Teil kann man zum Beispiel rausnehmen. Dann kann man zum Beispiel das hier vorne dran setzen oder den Mega-Düsenantrieb hier vorne dran setzen. Man kann den natürlich auch komplett abreißen, wie ich. Einfach wegnehmen. Natürlich kann man auch umklappen, hat Spielfunktionen mit dran, ist ja ohne Ende natürlich. Muss ich nur gucken, wo es auseinander ging. Da gab es so ein... Genau. Man kann nämlich auch das hintere Teil lösen und kann nur das vordere Teil weiterfahren lassen, wo man dann zum Beispiel das anstecken kann. Es hat Spielwelten ohne Ende. Kann ich mir dann einfach da wegmachen wieder. Oder kann auch, komm hier dran, dann kann ich mir auch hier dran das andere hier dran machen und kann hier rumfahren. Was meine Fantasie erlaubt, ist möglich. Nee, Quatsch, umgekehrt. Was möglich ist, kann meine Fantasie machen, was sie will oder so. Das war ein super kreatives Set zum Spielen. Und jetzt haltet euch mal fest. Ich muss mal gucken, ob das hier auch geht. Ne, das war ein Teil, das kann ich nicht auseinanderziehen. So lange her, wo ich es gebaut habe. Und natürlich kann man auch, jetzt natürlich kann man auch, das Fragile, wo ich meine, das geht einfach ab hier. Das kann man natürlich auch, ich stecke das mal wieder zusammen, das ist ein Schienensystem, ihr seht schon, hier sind solche Aufnahmeschienen, die passen hier seitlich rein. Kann hier drauf schieben. Na, ist gar nicht so einfach vor der Kamera. Sehr aufgeregt. Natürlich kann man auch jetzt die Sachen hier drin verstauen. Das Ding jetzt hier nicht so einfach, wobei das könnte man auch irgendwo reinlegen, denke ich mal. Da kriegt man die Luke aber nicht so zu. Ja, dann bleibt ja halt ein bisschen offen, aber konnte man alles drin verstauen. Und kann man wieder schön zusammenklipsen hier. Hat hier auch ein Schienensystem. Und dann wieder ein ganzes Gangensab.
Was sagt ihr zu dem Set? Heute kostet sowas wahrscheinlich 150 Euro, 130, 150 Euro in dieser Größe mit drei Minifiguren und so, ne? Damals war das noch richtig neu, das war cool, da war es auch günstiger. Hattet ihr das Gangnam früher? Hat es euch Spaß gemacht zu bauen? Habt ihr es vielleicht immer noch? Oder habt ihr Bock drauf, das zu kaufen? Kostet so zwischen, muss euch festhalten, kauft's gebraucht, da kostet es 50, 60 Euro die Ecke. Neu zahlt ihr 150 Euro aufwärts. Neu. Ich weiß nicht, wer es neu braucht, aber gebraucht kriegt man das super. Man schmeißt die Teile einfach in einem Schutznetz in die Waschmaschine, 30 Grad oder noch weniger, oder Handwäsche, bisschen Waschpulver dazu, kommt raus wie neu. Einfach cool. Das ist ein schönes Set. Ich freue mich, dass ich es mal wieder, dass ich es anfassen durfte, dass ich es bauen durfte, dass ich es wirklich auch mal präsentieren konnte. Vielen lieben Dank, Jess. Und ja, so Retro-Modelle müssen ab und zu sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe gerade auf jeden Fall Spaß mit Skywalker Saga. Ich spiele es noch immer. Ist ein echt cooles Spiel. Und deswegen hatte ich auch Bock, jetzt nochmal Star Wars Sets zu bauen. Der 4. Mai war ja gerade kürzlich. Das passt ja auch super jetzt in die Reihe rein. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt in die Kommentare, was ihr über dieses Set denkt oder generell über die alten Star Wars Sets. Würde mich megamäßig freuen. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschö.